200 und 150 ist too much. Ja, manchmal. Für mich wäre auch noch 200, da muss ich mich auch erstmal wieder einfahren. Ich vergesse dann, dass man da noch bremsen muss und ähnliches, aber hey, Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Und irgendwann hast du es mit 150 drin. Es gab lecker Essen und Stream war super. Sehr schön. Das sind gute Nachrichten. Das ist immer sehr schön. Ich glaube, das ist immer gut. Ein guter Stream und Essen. Das harmoniert so schön. Oh no. Ah, verdammt, fängt ja gut an. Hey Lenis, na, wie geht's dir? Nicht gegen die Mauer gefahren? Hast du das denn gemacht, was ich dir empfohlen hatte mit der Schlauchsteuerung, dass du nie gegen Mauern und so fährst? No! Ah, daneben, ey. Ärgerlich. Gegen Mauern kann man trotzdem fahren. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, Schlauchsteuerung hält so ein bisschen dagegen ab. Oh Gott, ich spiele so schlecht. Boah, du bist ja real gut. Ja, ich habe die Ironie rausgesehen. Ah ne, das ist mal meine Bombe. Nein, ich spiele nur. Wieso bin ich denn so schlecht gerade? Boah, ich muss mich hier einspielen. Hey Tiffy, na und Neno, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ne, hier ist eine Online-Lobby, hier kann jeder mit reinjoinen, jeder kann mitspielen. Oh Gott sei Dank, endlich mal. Oh, ich habe gar nicht die Bombe erkannt. Achso, nee, ich wurde von dem einfach getötet. Eiskalt. Hey Ron, na, wie geht's dir? Willkommen zurück auch nochmal. Schön, dass du die wieder am Start bist. Aber du hattest keines der Spiele, die ich so online spiele, ne? Außer Monster Hunter jetzt. Aber jetzt so Splatoon, Mario Kart und Smash hast du nicht, ne? Aber du müsstest dir mindestens mal ein Spiel anlegen. Kannst du immer mitspielen. Ah, verdammt. Du hast ewig nicht gespielt. Macht nichts, kein Thema. Ich habe gefühlt auch so wenig mitgemacht. Also steht auch nur rum, ey. Boah, ich hasse AFK-Spieler. Ja, denkt dann, ihr könnt gerne mitspielen. Freundescode, wisst ihr, ist auf dem Discord. Joint einfach nach. Wird hoffentlich lustig. Hoffentlich. Und wenn ihr nicht so gut seid, ist nicht schlimm. Dann gewinne ich auch mal wieder. Ist eigentlich traurig, was aus mir geworden ist, ne? Ich habe damals das Competitive gespielt und jetzt kriege ich noch nicht einmal was im Turf vorhin, ey. Ich komme auch später mal dazu. Sehr schön, ich freue mich auf jeden Fall. Letzten 2 Minuten. Ja, manchmal hat das Twitch. Einfach nochmal, ich glaube, kurz den Stream anhalten und nochmal auf loslegen, dann geht das. Ja, mir fehlt eindeutig die Übung. Ich habe das echt eine Zeit lang täglich gespielt, so in 2 Stunden. Habe das echt lange gespielt und jetzt spiele ich das vielleicht mal eine Woche, einmal die Woche. Mario Kart, Ron, Mario Kart ist, glaube ich, so die beste Wahl, weil es einfach immer geht. Das geht halt immer. Also Mario Kart geht halt, kann man immer wieder irgendwo mitspielen. Irgendwer spielt immer Mario Kart. Das ist eigentlich eine super Wahl, finde ich. Splatoon ist ein bisschen spezifischer, weil es halt ein Shooter ist halt. Und auch wenn es super Spaß macht. Und ja gut, und Smash geht so richtig in PvP Competitive Kampfspiel. Muss man halt wissen, ob man darauf Bock hat.
verdammt, 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 verdammt. Mario Kart mag nicht jeder. Ja gut, klar, wenn man es nicht mag, stimmt das natürlich. Aber ne, ist halt, man muss halt wissen, worauf man sich also klar, einlässt, ne, ist ein Fun Racer. Und an sich, aber Mario Kart ist aber auch ein Spiel, auch wenn es nicht jeder mag, es kann man halt immer mit Leuten zusammenspielen. Und es ist auch eigentlich recht fair, so vom Balancing auch. Ist ein bisschen Luck drin, ist ein bisschen Skill. Und an sich kommt, glaube ich, das ist halt auch simpel. Du machst eigentlich nichts außer Gas geben, lenken und Items werfen. Also an sich ist das halt ein ganz gutes Casual-Spiel. Ich meine, Pikachu zum Beispiel ist da jetzt auch so ein bisschen kognitiv hier eingeschränkt und dennoch hat Pikachu da auch ihren Spaß, würde ich jetzt rauslesen. Und es geht ja auch so ein bisschen, ich glaube, Mario Kart kann man auch immer ganz gut nebenbei so ein bisschen quatschen und ähnliches. No. Wo ist denn dein Team? Ist ja niemand mehr. Nein! Ah, verdammt. Wenn man Mario Kart auf Ernst spielen will, muss man halt mit Freunden einstellen, dass man ohne Items fährt. Geht nur in der eigenen Lobby. Ja, ach so, Mario Kart ohne Items spiele ich nicht. Ich brauche ein Mario Kart. Wenn ich irgendein ernstes, also ein Rennspiel ohne Items spielen möchte, dann würde ich nicht Mario Kart spielen. So, Splatoon spricht mich eben gar nicht an. Genauso Smash. Na gut, das hat man halt immer wieder so ein bisschen. Genau das kann ich aber nicht. Da versagt mein Multitasking total. Achso, ja gut, ist nicht schlimm. Ist ja auch. Ja, das passt eigentlich. Aber gut, Mario Kart geht, glaube ich, in dem Rahmen noch. Ist schon nicht verkehrt. Habe ich auf dem DS auch gern gespielt. Ich war nur so mit Monster Hunter beschäftigt, dass ich vollkommen vergessen habe, mir das zu holen. Ja, das passiert. Ist ja nicht schlimm. Und wenn ich sehe, dass ihr oft zusammenspielt, hat man natürlich Lust, auch mitzumachen. Ja, das ist auch das Tolle an Mario Kart, weil man dann halt auch irgendwie so ein bisschen zusammen quatschen kann nebenbei. Mario Kart ist halt nicht. Ich sag mal, Mario Kart ist nicht kompliziert. Weil letztendlich, es hat ja auch sogar, es kommt einem ja entgegen. Du kannst ja automatisch Fahren einstellen. Ja, auch Schlausteuerung. Und damit hat man ja auch so ein bisschen Einwirkungen und Abnahme, falls man da ein paar Probleme hat und sowas. Und das ist ja auch das Gute. Und naja, man kann halt gut nebenbei quatschen, nebenbei spielen und so. Und das macht mega, mega Spaß. Wie oft war es denn gestern, Pikachu? Was? Achso. Alles klar, Lenis. Dann bis gleich. Das ist verdammt wenig für das Spiel. Achso, ja gut, ich kenne Red Redemption nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich kann diesen Nickname nicht ernst nehmen. Du Tiffy, geht mir genauso. Sorry. Aber ich hatte es irgendwie erst auch spät realisiert. Also ich wusste irgendwie, dass das so eine kleine Andeutung hatte und so, aber ich kam einfach nicht darauf, hatte mir das letztens gesagt, dass man die Buchstaben tauschen kann und schon hätte man da was und dann. Ja, ich bin mir da nicht so sicher, aber kann man ja. Ja, genau, ich habe Lenis gesagt.
Wer ist eigentlich in meinem Team? Vio? Oh, okay, das heißt, Haribo müsste im gegnerischen Team sein. Huch. Ah, verdammt, nicht gesehen. Ja, ich bemühe mich auch da einfach, das so zuvor zu lesen, wie es da steht. Und, aber, passt das. Hm? Okay, ich kriege doch nicht mit. Na komm, springen wir da hin. Irgendwo ist Fippetis. Da schon wieder aufgegeben. Das ist uncool. Ja, genau. Da steht einer Werfer von Fippetis in der Base. Ich glaube, das ist derselbe wie vorhin, der bei uns aufgegeben hat. Das ist lame. Vielleicht sollte man ihn reporten. Das ist das Schöne, wenn man so sehen kann, wer das war und dann einfach... Das habe ich letzte Woche auch gemacht nebenbei. Ja, wer sich doof verhält hier im Online-Modus, dann reporte ich halt alles über die App. Ist zu empfehlen. Ach, verdammt. Ja gut, nee, ich glaube, das ist halt normal, dass Spiele im Laufe der Zeit immer wieder so ein bisschen runtergehen. Aber ne, ist ja nicht schlimm, ne? Passt halt. Wer ist halt eigentlich, wer da immer rumsteht? Es gibt auch für Bratpfanndecke. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Pikachu hat gerade wahrscheinlich Johannes gefunden, ne? Gibt auch für Pfanddecke, wenn man den... Wok ist, wird's kritisch. Aber ja, doch, klar, es gibt auch für Pfannen lustige Deckel. Ja, Johannes ist cool, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Machst du auch lange nicht mehr tauchen? Ja. Es gibt auch keine Bewohneraufträge zu tauchen zu gehen, ne? Aber ich würde es cool finden, wenn die Bewohner mir auch aufgefragen, hey, ich suche, keine Ahnung, irgendwas aus dem Meer. Ja, zum Beispiel. Warum bin ich pink? Das stimmt, das stimmt. Jo, bin ich. Alles klar, Tifi. Das klingt nach Essen. Nom nom nom. Wenn es in die Küche geht. Ich weiß nicht. Küche und Essen, das harmoniert so gut. Oh boy. Ach, verdammt. Hühnerfrikassee. Das klingt gut. Wollten wir morgen auch machen. Sag ich doch. Ach, Haribo war das. Cool. Easy. Wer ist eigentlich in meinem Team? Vio, okay. Ja, das stimmt. Haribo wird da nicht... Oh, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Der Blasterschuss. Oh, noch Hühnerfrikassee selbst machen. Boah, das ist so anstrengend immer, ey.
No. Oh lol. Ach verdammt, verdammt. Ich bin Nudelsuchti, ja. Ich esse super, super gerne Nudelgerichte. Hey, wunderschönen guten Abend, Socken. Na, wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Na, auch für dich gilt. Wenn du magst, ne, Splatoon, darf jeder gerne nachjoinen. Ach, der ist weggesprungen. Ah, hab ich gar nicht mitgekriegt. No. Ah, verdammt. Hast kein Splatoon? Schade. Mal Splatoon. Ja, samstags gibt es immer ein Stündchen Splatoon. Wenn das Spiel 44 GB hast und du fast 117 GB brauchst für das Spiel. Okay. Ach so, du hast... okay. Oh, dann hast du ja nicht mal die Hälfte. Ja. Dann mein Beileid. Von Harley grüßen, sie ist bestimmt noch auf der Arbeit, ne? Ja, mal gucken, vielleicht schaffst du diesmal ein bisschen eher hier zu Fire Emblem zu kommen, ne? Wäre auf jeden Fall super cool. Sie hat sich ja schon immer so ein bisschen geärgert, Fire Emblem zu verpassen. Es tut mir auch immer so ein bisschen leid. Nee, das ist halt halt ungünstig im Moment. Auf jeden Fall liebe Grüße zurück an Harley natürlich. Ja, genau, mein Gewissen. Ja. Komme ich gar nicht hoch. Hi, Socke. Was? Ich schrieb nur, hey, Hintergrundsvideo. Hintergrundsvideo. Das ist gut. Also wenn du gerade eh hier sitzt, also zwischendurch kannst du ruhig ja auch antworten, ne? Oh boy, jetzt ab. Ja, ich will dich ja nicht stören, man hört mich ja eh nur verhalten. Achso, wenn du da irgendwie was siehst, was an dich geht, dann sowieso. Ja. Schreist einfach rein. Ach, das war Haribo. Oh, die ganzen Gegner sind tot. Easy. Einfach umfärben. Das ist im... Okay, ich bin alleine gerade hier sogar. Ihr seid beide in Gelb, ne? Ehrlich gesagt sind beide Farb... Einfach nur hässlich. No! Verdammt. Ich bin so dumm. Freue mich schon auf mein Smash. Ich freue mich auch schon. Weißt du denn schon, wann es ankommt? Meinst du, du kannst morgen mitspielen? Oder kommt das erst nächste Woche an? Ah, da haben wir mal Glück gehabt, ey.
No, Haribo. Egal. Wer hat mich gekillt? Sehe ich nicht. Ach, zu deinem Geburtstag. Oh, hast du denn schon den Geburtstag eingetragen in dem Geburtstagschat? Weißt du das zufällig? Socke. Ich meine, du kriegst das ja eher mit, weil du die ganzen Jahre bearbeitest. Ja, hast du? Okay, sehr gut. 13.10. Okay. Ja. Dauert leider echt noch ein bisschen. Aber gut, ne, lieber. Ja, ein Monat, das stimmt. Aber lieber zu spät als nie. Willkommen zurück, Lenis. Du brauchst echt einen anderen Namen, er ist gruselig. Grün ist aber besser. Ja, ich finde blau schön. Ein Beinrock. Worum geht's? Wie, während des Sockens so schreibe, schwer. Quatsch, stell dich so an. Multitasking. Nein. Nachvollziehbar. Ganz schlimm ist, wenn der Streamer dann einfach das nicht weiß, also nicht mit berücksichtigt und dann die Verbindung dann halt immer so ein bisschen. Blau ist ein Zustand. Wenn man das erste Mal in Animal Crossing doppelte Anleitungen bekommt. Das ist eine schöne Farbkombination, by the way. Ich bin noch im richtigen Team. Ich muss mal gucken. Vios bei mir. Naja, gerade weiß ich nicht. Okay, ist abgehauen. Sehr gut. Ach, verdammt, als ob der Blaster mich da noch sieht. Ich frag mich, wie oft Matti drauf achtet, nicht... immer. Ich achte immer darauf. Möchte ja an sich jugendfrei halten, auch wenn ich... Hm? Ich fände das lustig. Das ist mir mal, ich weiß nicht, in Splatoon nennen Competitive-Besprechungen, ey, war dann halt, ist mir das halt mal passiert, so, dann war ich am Reden und so, aber dann habe ich halt nicht, ne, dann, halt, ja, habe ich so ein bisschen Strategiebesprechung damals in Competitive-Gruppe da, also ein bisschen besprochen und bla, und gequatscht und so. Und ging halt darum, dann irgendwie, ja, und dann guckt ihr, dass ihr da ein bisschen die Tinte in dem Bereich verteilt. Habe aber nicht das N mitgesprochen. Und das habe ich aber einfach so erzählt, so. Dann habe ich halt nicht die Tinte, sondern was anderes, ne, dann als weniger jugendfrei ist. Aber ich habe es einfach nicht so realisiert und habe einfach weitergesprochen. Und ich so, Moment, was sagst du? War so ein bisschen, ich weiß nicht, weird. Vor allem eine Mitspielerin war, glaube ich, generell jünger, unter 18 und so, und das ist dann so, so, upsie. Waren wir damals, 6 Leudis waren wir damals. Hey, wer hat meinen Kill geklaut? Als ob er mich einfach so killt. Alles klar, Socke, dann bis gleich im guten Hunger, ne? Ich kann gerade leider nicht. Gibt jetzt gleich Burger selbst gemacht. Oh boy, lecker. Dann hoffe ich, ne? Schon lass es dir schmecken. Sehr, sehr schön. Jawohl, Hauptsache Haribo nochmal am Ende erwischt. Nice. So, erstmal nachlesen. Blau wird mein nächstes Handy. Mein Handy ist auch blau. Ich habe ein Samsung, ist blau auf der Rückseite und so. Vorne ist schön schwarz und hinten blau. I like it.
Ja, du Jungfrau ist mir neu. Ich bemühe mich halt. Bemühe mich in den meisten Fällen. Achso, ich muss bestätigen. Nervt mich. Und welches Samsung? Gute Frage. Das ist das Ärgerliche. Ich kann mir das nie merken. Es ist ein Geschenk von meiner Mutter. Sie hat mir das Handy geschenkt. Weil mein letztes Handy hatte ziemlich viele Risse. Das ist halt mir nach der Gamescom runtergefallen. Bin gerade nach Hause gekommen. Steigen aus dem Auto. Ich hatte einen Cosplay-Hand. Und. Oh, ich bin alleine. Nee, Cypher ist bei mir. Der ist, glaube ich, Lenis. Und, ja, da hatte ich dann Handschuhe an, dann dieses komische Gedöns. Und so, da hatte ich einfach kein Gefühl mehr in den Händen groß, was ich dann halt greife und was nicht. Und, ja, ist mir dann halt auf der Straße gefallen und dann hatte ich dann ein Jahr lang so ein rissiges Display. Und hat irgendwann meine Mutter gesagt, so, komm, dieses Jahr kriegst du jetzt eins zu Weihnachten und dafür schenke ich dir das jetzt schon mal, dann kriegst du halt zu Weihnachten nichts. Deswegen, weiß ich gar nicht, was sie da bestellt hatte. Hier bin ich. Oh no, Blaster. Kein Fan mehr von Samsung. Na gut, das hat ja jeder irgendwie. Ich meine, ich bin zum Beispiel kein Fan von Apple. Weiß nicht. Ich mag Apple nicht wirklich so. Von daher, keine Ahnung, wenn du es nicht magst, ist es in Ordnung. Muss ja nicht einen Geschmack teilen. Ist ja jetzt, ne. Jeder hat dafür seine Gründe. Und von daher ist das dann halt so. Oh Gott, damit. Oh, und dann kommen wir da direkt zum Thema. Nächstes Handy wird ein iPhone 12. Ja, dann viel Spaß damit, ne? Wie gesagt, Apple mag ich zwar nicht, aber I don't care ist ja dann dein Handy. Das kannst ja du dann. Ist ja dein Handy. Ich muss es ja nicht nutzen. Ich werde es ja ganz und gar nicht nutzen. Du müsstest ja damit klarkommen. Deswegen ist es ja auch deine Entscheidung. Daher, I don't care. Gibt es auch Weihnachtsprogramm? Wie meinst du das, Pikachu? Hier bin ich. Überraschung. Ansonsten, ich habe, wobei, wenn ich jetzt... Ich habe für Splatoon auch eingerichtet, ne, für Kanalpunkte. Könnt ihr auch mit mir Liga mal spielen. In einem Special Stream. Just for you. Herzi. Mit euch. Weihnachten, gute Frage, Pikachu. Gute Frage, wie ich das mit Weihnachten mache. Aber ich würde schon gucken. Also ich meine, klar, wir sind mal bei mit meinen Eltern, mit Vios Eltern. Überhaupt nicht den ganzen Tag. Und da ich dann frei habe, klar, vielleicht morgens Programm. Bestimmt. Müssen ja so erstmal planen. Ja, also wirklich viel habe ich jetzt. Also an Weihnachten habe ich noch gar nichts geplant oder groß gedacht. Von daher, aber ich würde schon gucken. Hey Lava Studio, na, wie geht es dir? Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Na, ich sehe gerade das Cypher 27. Und noch frisch. Sogar Haribo weiter, hehe.
Vielleicht kriegen wir Cypher öfters mitzuspielen hier in Turf War. Ich hasse Matti immer mehr. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Jetzt habe ich einen Huawei Mate 20 leider und er bekommt keine Android-Updates mehr. Nein, dann hat es auch früher noch dicke Probleme gemacht, die auf Dauer angefangen haben zu nerven. Okay, kenne ich mich nicht aus mit Huawei-Handys, hatte ich bisher noch nicht. Ich glaube, vor dem Samsung hatte ich... Weiß ich nicht. Gute Frage. Ich habe da ja nichts zu planen. Das stimmt. Hm? Was hat... Nee, war kein Huawei vor. Ich meine auch entweder Samsung oder wie heißt die andere Marke? Was gibt's denn noch? Nicht Nokia, nicht... LG, genau, ha. Ja, es war ein LG. Wer ist in meinem Team? Cypher. Oh Gott, dammit. Wenn mein erstes und letztes Huawei-Handy. Ja gut, kann ich mir vorstellen. Katsch hat auch ein Huawei. Ja, wenn man keine... Also ist halt immer so eine Sache, wenn man keine guten Erfahrungen mit etwas gemacht hat und das dann eher stört, dann... Klar, dann ist man dann eher negativ zu einer Marke gestimmt. Ach, verdammt. Ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, hatte ich schon mal einen Samsung? Ich glaube, vor meinem LG hatte ich mal einen Samsung noch gehabt. So, ist der... Oder war das auch LG? Ich weiß das nicht. No! Wenn du nicht zielen kannst. Wenn du nicht lieb sein kannst. Bin lieb zu meinem Team und helfe zum Sieg. Sei lieb zu mir. No. Ja. Dann wechsel. Ja, dann sei nicht im gegnerischen Team. Sorry, so ist das. Boah, aus der Wand geschossen. No! Ah, daneben. Matisa, ich bin niemals lieb. Nicht ins Platin. Kann ich zu wem springen? Komm, ich spring mal dahin. Vielleicht hätte ich da nicht hinspringen sollen. Das war eine doofe Idee. Nee, ich schwimme selbst. Ich schwimme selbst. Oh Gott, damit. Oh, Rakete hat mich mit erwischt. Ärgerlich. Nino, wieso spielst du nicht mit? Oder keinen Bock auf Splatoon? Wegen seinem Update? Achso, ja, wieso? Er kann doch trotzdem mitspielen. Achso, wegen Internet, ne? Ja, gut, stimmt auch wieder. Oh lol, wieder einer noch kapiert ist. Ja, wegen dem Download, stimmt. Ja, habe ich vergessen. Egal. Ja. Ist alles das gleiche. Ja, an sich ist es auch scheißegal. Nino ist on point. Abstrakt betrachtet lädt Nino einfach etwas runter. Was die Internetanleitung, das ist ja eigentlich egal. Kannst du mich bei Discord hinzufügen oder gibt es da nichts? Achso, ich bin gerade nicht im Voice. Könnten wir eigentlich auch, ne? Ja, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Stimmt, wir haben jetzt auch nur noch so 20 Minuten. Aber Splatoon muss ich mir noch dran gewöhnen. Also theoretisch gesehen haben wir uns Splatoon Voice. Ich könnte ja auch Splatoon hinzufügen. Ich gerade aber bin halt gar nicht im Voice.
Haribo schreibt ja auch hier gerade so im Chat so ein bisschen, also ich quatsch eigentlich nur für mich und Vio hört man nur, weil sie halt, naja, weil ich halt bei ihr bin. Aber, mal gucken, ich denke mal, theoretisch gesehen könnte Vio dir gleich einfach die Splatoon-Rolle trotzdem geben, ne? Das schadet ja nicht. Ärgerlich. Jetzt soll er mir gestern Mario Kart mitspielen können. Ja, genau. Oder Splatoon, hättest du dein Update oder dein Download mal nicht gemacht? Oder. Was war das andere? Smash! Vielleicht bist du ja morgen bei Smash dabei. Macht er bestimmt auch was anderes und bestellt. Ja, genau. Ach, verdammt, ich hasse Pinsel. Wir sind beim Team Vio und Haribo. Okay, cool. Ach, schade. Boah, ich hasse Pinsel. Pinsel sind so meine... Ach, verdammt, der Sniper, der ist nicht schlecht. Ja, macht nichts, Neno. Hauptsache, kommt nicht wieder vor. Wobei ich nicht sagen kann, dass Red Dead Redemption ein gutes Spiel ist, weil ich es ja nie gespielt habe. Deswegen kann ich ja nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Deswegen muss ich... Verdammt, die Bombe. Ja, auf Metacritic. Aber gut ist ja subjektiv und wenn es nur als viele gut finden, kann ich jetzt für mich selbst nicht sagen, ob es gut ist. Jeder hat ja seinen anderen Geschmack. Welchen Film habt ihr denn geschaut, Neno? Du hast deine 5 Mario Kart Stunden voll. Sehr schön, Pikachu. Sehr gut. Jetzt. Ja. Geht eigentlich, ne? Splatoon. Ja, ist eigentlich ja egal, ne? Wir sind dann halt. Nur weniger, ne? Vio ist ja eh mehr im Hintergrund gefühlt. Ich kann ja nicht reden, weil man sich dann doppelt hört. Ja, und ich will nicht mit Haribo allein reden. Nein, Quatsch. Ja gut, stimmt. Ja, heute wäre Lene noch da. Stimmt, könnte man dann theoretisch gesehen auch beim nächsten Mal. Ich sag einfach, wie viele da sind. No! Eine Blasse.
Aha, Conjuring habt ihr geschaut. Sehr cool. Die Reihe ist schön, die habe ich auch gerne geschaut. Auch wenn du die nicht gucken darfst, weil es ein Film ab 18 ist. Ach, verdammt, da waren zu viele. Ja, das stimmt gerade schon, ne? Klar, das stimmt. Aber ich, bei Splatoon denke ich halt so selten dran. Oh Gott, Pinsel überlebt. Normalerweise tötet er mich. Oh, Blaster. Oh, Lord, trotzdem noch erwischt, wieso auch immer. Wahrscheinlich durch den Leck. Wahrscheinlich hat er einfach so einen Leck, dass er eigentlich tot hätte sein müssen, aber. Als ob. Hast du jetzt auch schon das Sagen wie wie oder was? Meinst du wegen Film ab 18? Nee, du hast ja gestern mir geschrieben von wegen Leute anzeigen. Weil er auch Spaß jetzt Vio oder so nannte, ne? Also theoretisch? Wo wir bei Anzeigen werden? Schön, dass du. Der hat dir doch gestern geschrieben. Ja, ich hab nicht kapiert, was Nino wollte. Nino hat mich einfach random angeschrieben wegen, hey, kann ich Leute anzeigen? Und dann hat er Vio gemeint. Ja, warum auch immer. Ich habe auch keine Ahnung, aber. Da Nino ja auch kriminell ist und damit nicht 18 ist, aber trotzdem Film beim 18 sieht. Also falls jemand Polizist ist oder so. Nino ist kriminell. Entführt ihn mal. Was war denn hier los? Wie, was ist denn los, Pikachu? Vielleicht stimmt so, ne, man kennt das doch hier, diese Streams, wo man dann die Polizei oder so reinstürmt und dann stürmt erstmal so, weiß ich nicht, keine Ahnung, diese so stürmen dann halt die Wohnung von Streamern und ähnliches. Bei Nino ist das umgekehrt. Jetzt. Vielleicht wird Nino einfach gestürmt. Kommt in Jugend. Ach Quatsch, ist nur Spaß, Pikachu. Nino kommt ins richtige Gefängnis mit so einer Eisenkugel an Beinen, damit er nicht fliehen kann. Aber er geht ja jetzt auch ins Fitnessstudio, deswegen sollte ja eine Eisenkugel an Beinen kein Problem sein. Ich lass mich ja von ihm erblicken. Tja, dafür ist es zu spät, Nino. Leider ist es zu spät. Jetzt haben wir schon. Stimmt, Nino ist auch ein Streamer. Das mache ich dann live in seinem Stream. Oh lol, war das easy. Wer ist eigentlich in meinem Team? Weiß ich wieder mal nicht. Äh,
Wie und Haribo. So, auch kaputt. Na Gott damit. Nino wird hier festgenommen. Ja genau, wird festgenommen und hier in Wahrsam genommen. Selbst schuld, wenn man sich mit mir anlegt. Oder ist was? Nicht du. Ansonsten, wie plant ihr noch euren Samstag? Was habt ihr heute noch Cooles vor? Cypher war das. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Cypher gesehen hier. Animal Crossing, aha, sehr schön. Dream Team von den aktuellen Spielern. Ja, fast so eine komplette Lobby, also so eine komplette Gruppe mal wäre cool. Keine Chance. Nee, wäre cool, wenn man so komplett mal in einem Team wäre, das wäre nice. Sammy, komm her. Ja, also, der sieht aus, als würde er spielen. Ja, Sammy! Komm her, Sammy! Komm her, Sammy! Sammy! Sammy, komm her! Ja, wer kommt da angetappelt? No. Bin einfach noch zu schlecht. Ach, Quatsch. Ach Quatsch. Übung macht den Meister und ich bin auch aus der Übung. Von da ist alles gut, alles easy, easy. Ganz am Ende noch eine Auseinandersetzung mit ihr und VIP-Tisch. Ja, da habe ich echt was angerichtet mit dem VIP-Tisch. Und habe halt dann Vio angeschrieben wegen dem. So. Waren wir gerade eben also zu viert? Nee, wir waren... Achso, das kann sein. Also vorher bestimmt, das kann sein. Das habe ich nicht... Also das Match vielleicht davor oder so, habe ich nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Vio ist jetzt mein Team. Sammy! Ach Gott, damit. Im Gegendingsen sind Japanesen dabei. Ja, zumindest haben sie japanische Schriftzeichen, das stimmt. Ob das jetzt Japaner sind, kann ich jetzt nicht sagen. Weil manchmal nutzt halt manche Leute dann halt japanische Schriftzeichen. Ach Gott, damit. Aber ja, manchmal spielt man halt auch hier, das ist ja international. Da spielt man mit vielen Spielern aus aller Welt. Ha, erwischt. Und Cypher erwischt.
das nicht Haribo? Ey, oh Mann, als ob mir irgendwer den Kill geklaut hat, ey. So ein Kackstrahl war das. Jawohl, den habe ich gekriegt. Und Cypher erwischt, sehr schön. Wow, Roller, Roller, Roller. Oh Gott, als ob der eine Bombe wirft. Wie gemein. Komm, da springe ich jetzt hin, scheiß drauf. Ah, der Roller. Er ist einfach noch erwischt. Bitte das View, ey. Tja, wie heißt das so schön, ne? Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen, ne? Überraschung! Wow. Nein! Ah, in den Rücken geschossen. Eiskalt. Oh, noch am Ende kaputt gegangen. 90.000 Pikachu, sehr schön, sehr cool. Dann hast du es ja sogar bald. Ich weiß nicht, dieses Wochenende vielleicht noch? Nee, ne? Na, das ist... Ja, nächste Woche auf jeden Fall. Bitte haben wir. Ja. Mach ich dann auch zum Hund essen. Müssen der Nahrungsfrist. Komm her. Okay, dann nicht. Ey, nichts einlösen da. Nee, ich guck gerade, wegen der Community-Herausforderung. Geht am Handy nicht, das geht nur am PC. Oder soll Pikachu nicht sagen, wegen Spoiler? Das geht nur am PC? Ja, diese Sammelpots gehen nur am PC. Game war damals bei Basti ja auch so. Und jetzt gerade haben wir auch wieder was am Laufen. Da wollte ich meine Bananen wieder vergammeln reinwerfen. Kann ich aber nicht, weil es nicht am Tablet oder Handy geht. Das ist aber auch nicht gut gemacht. Ja. Wow, Twitch, wow. Ey, einen Job, ne? Aber gut, ich glaube, das wäre dann echt die letzte Runde. Da kann ich gleich noch schön ein bisschen Animal Crossing mit euch spielen. Und KK laufen lassen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich da auf KK schon. Bin mal gespannt, was er diesmal abspielt. Ich weiß auch nicht, wieso. Eigentlich ist das gar nicht so... Eigentlich setze ich mich nur hin und KK spielt nie. Aber irgendwie ist das... Ich weiß nicht, Animal Crossing entspannt mich halt immer. Ach so, es gibt so eine Community. Ich habe so eine Community Challenge eingerichtet, dass Vio Mario Maker streamt. Aber ne, anscheinend geht das nur am PC. Aber das ist dann ja nicht schlimm, ne? Dann dauert, das habe ich jetzt hauptsächlich für so. Für die Leute, die jetzt schon Stammuser sind und die Kanalpunkte irgendwie loswerden wollen. Können sie da jetzt rein investieren? Ja, du kannst genauso gut Vio Attack zum Beispiel machen. Ich hab keinen Bock mehr, jetzt krieg ich. Wow, Pinsel. Oh Gott. Vio! Das Vio ist nicht in meinem Team. Wer ist denn überhaupt? Haribo. Ich glaube, mit Cypher habe ich voll wenig gespielt. Schon 22.000, ne? Ich sag nur eines, was ich nicht bin. Und das ist in dem Channel, wo ich bin. Meine Modfarbe. Ich glaube, ich weiß, wo Pikachu reingeht. Hey, das hat Pikachu nämlich beim ersten Fire Emblem-Stream verraten. Ich glaube... Oder sage ich jetzt trotzdem nicht. Einfach... Kriegt Pikachu irgendwann einfach ihre Farbe, die sie möchte.
Und dann bin ich happy. Du warst das schon wieder. Ja, hör auf damit. Du bist echt nicht so gut. Du bist blöd. Ich kann ja auch einfach hinspringen, ne? Wobei, ich will nicht springen. Haribo hat dich gerade nicht so froh gemacht, ne? Boah, ihr beide, ey. So. Letztes Match. Ich auf Animal Crossing rein. Nice. Doppel-Ouch. Ich verstehe nicht, wieso da nicht spoilern kann ich. Ist doch kein Game, sondern nur ein Rang. Ach so, nee, ist halt was Persönliches in meinem Bezug. Ich freue mich halt und dann ist es halt eine Überraschung. Spoilern hat ja nichts mit einem Spiel.